Hallihallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder für euch der dritte Spieler mit Paladin Fenris an der Tastatur und wir spielen weiter Evoland. Willkommen bei Episode 4 und jetzt haben wir hier einen fiesen Raum mit Wirbelwind, irgendwas. Ja, tricky. Ich nehme Damage. Ich könnte schwören, ich bin nicht auf diesen Stacheln drauf gegangen, aber sei es drum. Das Spiel interessiert sich nicht für meine Meinung. Oh, thank God. Ein Save Point. Die hier verwandelt sich in kein Obsidian. Nee, damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Was zum... Ah ja, jetzt klappt also der Boden unter meinen Füßen weg. Classy. Immerhin finde ich hier noch ein paar Herzen bei der Sache. Das hat sich ja fast gelohnt. Aber es hat sich gelohnt. Freischaltet automatisch Feuer. Da ist nichts. Kann ich es einfach zu sehen, ob ich da jetzt... Hoho, das hätte böse enden können. Gut. Ah, crap. Oh Leute, ihr wollt mich verkohlen, oder? Bei dem verkorksten Kampfsystem, mir jetzt so ein Monster-Zoo anzudrehen, ist... Ah! Das ist gar nicht so leicht, wie es hier aussieht, Leute. Okay. Bin ja schon froh, dass ich das in diesem Spiel geschafft habe, noch nicht ein einziges Mal zu sterben. Und ich habe nicht vor, daran etwas zu ändern. So, links geht's weiter. Also, schauen wir erstmal rechts. Wir haben eine Truhe. Was haben wir da drin? Ein leckeres Erfrischungsgetränk. Und ein Boss-Türschlüssel. Aber da oben war noch diese eine Stelle mit der Truhe. Da wollte ich schauen, ob ich da schon an die Truhe ran kann. Und das Spiel meint so, nein. Wenn ich jetzt irgendwann nochmal... Bauen die sich zerbröseln lassen. Wenn ich in diesen Dungeon später nochmal rein muss, ja? Dann... keine Ahnung. Ein niedliches, furchtbares Monster? Ich würde nicht darauf wetten. Okay. Der sieht schlecht gelaunt aus. Thank you.
Stimmt, also vor die Wand und dann können wir ihn treffen. Aha, so. Herz. Komm her, hier, Wand und so. Du magst die Wand. Und die Wand mag dich. Werde eins mit der Wand. Werde eins mit meinem Schwert. Ah! Was zum... So, zwei Treffer, glaube ich, noch und der Hannes gibt den Löffel ab. Oder die Lanze, je nachdem. Und er geht down. Sieg für den dritten Spieler. Und direkt erstmal ein paar Vasen kaputt hauen, um mich zu heilen. Es wäre gut gewesen, wenn so ein paar feine Dinge im Kampf wären, aber dafür hatten wir ja die Fledermäuse, die mich genervt haben. So, was ist der große Schatz? Das Schwert von Cloud aus Final Fantasy VII. Ja, wir sind wieder draußen. 3D-Camp. Okay, es geht wieder los mit Grinding. Was mich schon ist, warum die Spezialoption bei meinem Charakter noch ausgegraut ist. Vielleicht bekomme ich da irgendwann auch mal was mit dem Spezialangriff. Fetzige E-Gitarren während der Kämpfe? Warum eigentlich nicht? Also, wenn der Sinn und Zweck stellenweise war, uns zu zeigen, wie sinnbefreit manchmal die Random Encounters sind und wie nervig die sein können, dann hat das Spiel dieses Ziel in jedem Fall erreicht. Also ehrlich gesagt, ich mache in den Kämpfen mittlerweile nichts mehr anders, als irgendwie nur noch auf Pause auf die Leertaste zu hämmern. Das ist auch ne. Daneben, das ist das Schwert von Cloud Strife aus Final Fantasy VII. Wieso kann ich damit daneben hauen, mit diesem riesigen Ding? Vorgerenderte Hintergründe. Dass das Dorf nicht von der Ödnis verschlungen worden ist, also ich muss sagen, das sieht doch ziemlich öde aus hier. Ja, ich sehe es mir an. Der Mana-Baum... Der Mana-Baum? Das mächtigste schwarzen Zitadelle hat den Mana-Baum befallen.
interessant. Ich kann keine Häuser... Da, nee. Komm, gib mir keinen Ladebildschirm. Der heilige Hain im Süden. Wow. Steht da vielleicht eine Kirche? Und wachsen da Pflanzen in der... Ladebildschirm. Bitch fucking please. Unruhiges Kind, das rennt den ganzen Tag herum. Ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Spiel, was tust du mir da an? Was sagt das Ding? Rumzurennen ist anstrengend. Ich würde lieber mit Feuerwerk spielen. Kann ich das auch freischalten? Gibt's hier in der Truhe Feuerwerk? Grapefruit? Kartenspieler. Oh. I see. Teurer Händler. Geht's noch? Schneller DVD... Nein. Ist das... Kann ich das Ding jetzt wirklich nur kaufen, um die, um diese Ladedinger zu überspringen? Ich probier's erstmal mit einer Silberrüstung. Tank, Phoenix, Down and Air. Das heißt, ich darf dann gleich erstmal grinden, um die ganzen... Bullshit hätte ich schon fast gesagt. Ich würde niemals Bullshit sagen, hier auf YouTube. Keine Schimpfwörter auf YouTube. Also so Sachen wie Bullshit, Fuck, Scheiße und so weiter haben auf YouTube nichts verloren, finde ich. Aber ich lenke ab. So, ich wollte... Keine Ahnung. So, speichern und dann gucken wir uns mal das Kartenspiel an. Dann spielen wir ein bisschen Mau Mau mit den Jungs. Was haltet ihr davon? Ihr dürft nicht verzeihen. Doppelzwilling. Einfach Mittelschwert Champion. Was ist denn? Das Spiel beginnt mit 5 Karten. Karten aufnehmen. Höheren Wert. Also insgesamt wie Triple Triad. Ach, ich wollte... Einfach. Na dann. Nehmt das. Ich habe so Angst. 6, 4, 1, 2, 3. Jawohl. Ich frage mich, ob man das erste Partie dann überhaupt noch... Was? Wie... Sorry, aber... Ich sehe nicht, wie ich diese Partie hätte verlieren können. Der hat doch keine weitere Karte mehr übernommen. Super, ersetzt eine Karte und bekommt dann direkt einen Punkt dazu. Was für ein... Thank you.
5 zu 5. You lose. Was soll der Scheiß? Das war knapp. Nein, das war nicht knapp. Dieses Spiel fängt langsam an, mich zu verarschen. Und ich mag es nicht, wenn ein Spiel versucht, mich... Warum ist da ein Ladebildschirm? Sarudnak? Nordosten? Ruin? Speichern? Okay. Tja, jetzt ist die Frage, wo geht es weiter? Wir müssen mit meinem Onkel sprechen, über seinem Haus schwebt ein großes Luftschiff. So, mit der Pixel-Sache war ja jetzt noch ein bisschen Nostalgie. Jetzt fängt das Spiel an, mich zu nerven. Zack, drauf treten und weiter. Ich will kein Zuhause betreten. Ah, ein Luftschiff. Bist du der Onkel? Nein. Auch ich war ein Abenteurer wie ihr, doch dann traf mich ein Pfeil im... Nun sagen wir, ich konnte eine Weile nicht sitzen. Ich würde euch ja helfen, aber leider kann ich nicht mehr kämpfen. Der Onkel heißt Sid und hat ein Luftschiff. Ja, ist klar. Clouds Schwert. Es ist tatsächlich Clouds Schwert. Ja, ich bin natürlich auch da, der das Schwert führt. Ist ja logisch, weil so ein Schwert kann dann nicht von sich aus alleine kämpfen. Das Amulett von Gorn. Suchen wir Garen auf und fragen nach den Bomben. Mitglied verlässt Gruppe. Allein zu sein ist etwas einsam. Geht's hier eigentlich noch weiter? Vielleicht mal gucken. Ja, Tatsache. Hier gibt's eine Truhe. Zwei NPCs. Ne, NSCs, nicht Spielercharaktere. Also HD-Hintergründe. Wow, jetzt sieht das Spiel ja noch so hübsch aus. So hübsch. Der Ladebildschirm ist so lächerlich. Es ergibt keinen Sinn. Das sieht jetzt schon hübsch aus, muss ich sagen. Der sagt immer dasselbe. Gut. Dir wahrscheinlich auch. Ach, lohnt sich gar nicht erst hier anzusprechen, glaube ich. Hey, komm hier. So mit unserer Krankenschwester. Werde ich jetzt hin und her geschickt? Scheint die Krankenschwester zu sein. Ah, nee, ne?
Ich würde sagen, diese Episode ist erstmal zu Ende und die nächste Episode fängt dann an, wenn ich die Bombe habe. Vermutlich. Das war's von mir an dieser Stelle. Mein Name ist Paladin Fenris. Das hier war Evoland Episode 4. Und ich würde mich freuen, wenn ihr was in den Kommentaren schreibt. Daumen hoch, Daumen runter, ob euch das Video gefallen oder nicht gefallen hat. Und wir lesen, sehen, sprechen, hören uns in der nächsten Episode. Tschüss!